So, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr seid bis dato wunderbar durch die Woche gekommen. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Mittwochabend. Ich heiße nicht nur Daniel, sondern euch auch herzlich willkommen zur nächsten Rammstein-Reaktion. Und heute mal wieder auf ein Live-Video. Wie gesagt, wir werden versuchen, das im Wechsel zu machen. Einmal die offiziellen Videos, weil immer viele nachgefragt haben, hey, in welcher Reihenfolge machst du das überhaupt? Wir machen chronologisch alt zu neu die offiziellen Musikvideos, und falls es zu diesem offiziellen Musikvideo einen coolen Live-Auftritt gibt oder der sogar auf dem offiziellen Rammstein-Kanal hochgeladen worden ist, dann checken wir den auch gerne ab. Falls es kein offizielles Video von diesem Live-Auftritt gibt, ihr aber unbedingt eine Reaktion auf diesen Live-Auftritt haben wollt, weil er sehr spektakulär sein soll, wie dieser hier zum Beispiel, Dicker, guck mal, wie viel Feuer da aus seinem Rücken kommt, es sieht irgendwie hart gefotoshoppt aus, ich sag euch, wie es ist, ob da Wahrheit dran ist, wer weiß, wir werden es gleich rausfinden. Falls es keinen originalen, in Anführungsstrichen, originalen Live-Auftritt auf dem offiziellen Rammstein-Kanal gibt, bitte ich immer euch in den Kommentaren die besten Versionen per Link einfach reinzuposten. Like diesen Kommentar damit euren eigenen Likes nach oben, damit ich den schnell sehe, und dann reagiere ich drauf, wie in diesem Fall. In diesem Fall gibt es kein offizielles Video zu dem Live-Auftritt von Rammstein auf dem offiziellen Rammstein-Kanal. Ihr habt mir aber gesagt und versichert, dass diese Version von der Qualität her Video wie Musik auch sehr, sehr gut sein soll. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. 5 Minuten 14. Ich bin sehr gespannt. Like Supporters Kamord, schöne Grüße, gehen an Rammstein Live by the Keyboard Fucker. Live by the Keyboard Fucker. Auch interessanter Name. Schöne Grüße gehen raus. Der Ehrenmann hat es vor 2 Jahren hochgeladen. Ich habe mich auch bezüglich des Songs nochmal ein bisschen informiert, weil ich ja gesagt habe, hey, ich habe mich da ein bisschen schwer getan mit der Interpretation. Ihr habt mir unglaublich gute und unglaublich viele Informationen in die Kommentare wieder geschrieben. Ich lese alles durch. Ich brauche immer nur ein bisschen. Es tut mir leid, es sind immer sehr, sehr viele Kommentare unter den Rammstein-Reaktionen. Was mich natürlich freut, macht gerne weiter so und liked gerne das Video und folgt mir gerne auf Instagram, falls ihr das noch nicht getan habt. Links in der Beschreibung. Es ging um ein Flugunglück, wo auch, glaube ich, 70 Menschen gestorben sind. Rest in Peace an der Stelle. Sehr, sehr traurig, immer so Flugunglücke. Nach diesem Flugunglück hat sich dann auch die Band Rammstein benannt. Also daher kommt eigentlich der Name Rammstein. Und diese Film, wo ich gesagt habe, diese geklauten Filmszenen aus dem offiziellen Video waren keine geklauten Filmszenen, sondern dieser Track lief auch bei Highway Lost oder Lost Highway, ein Film aus auch 70er, 80er, 90er. Ich weiß nicht ganz genau, ne? Ich bin da nicht so bewandert mit den Filmen, wie schon gesagt. Der Song Rammstein lief da als Soundtrack, und jetzt macht es alles ein bisschen mehr Sinn. Und somit gehen wir jetzt hier in die Live-Performance von Rammstein mit dem Song Rammstein im Jahre 2019. Und ihr habt mir gesagt, ab 2019 oder 2018 hatten die Boys auch ihre eigene Bühne dabei. Ihre eigene Bühne, die teilweise mit Hundertschaften von, okay, nicht Hundertschaften von LKWs, aber so ein paar LKWs waren auf jeden Fall am Start und hatten diese Bühne quasi im Gepäck auf dem Anhänger. Das ist krass. Sag ich euch, wie es ist. Also ich glaube, es wird sehr spektakulär. 5 Minuten 14. Abfahrt. Oh, geiles Video. Geil, shoutout an den Typen, der mir das in den Kommentaren vorgeschlagen hat. Shoutout an die Leute, die das hochgeliked haben, die gesagt haben, ja Mann, das ist ein gutes Video. Geiles Video. Ich wollte gerade sagen, jetzt mal Spaß beiseite, da passiert schon was, aber jetzt gehen die Lichter an, Gott sei Dank. Ich mag das, wie die Crowd jetzt schon auf die ersten Töne vom Song reagiert. Ich mag das einfach, wenn die Crowd schon weiß, okay, jetzt ist die Kacke wortwörtlich am Dampfen so. Also ich bin immer noch der Meinung, dass auf dem Thumbnail ein bisschen gefotoshoppt worden ist. Einfach, weil ich nicht glaube, dass so riesen Flammen da einfach hinten rauskommen können. Aber eventuell werden wir gleich vom Gegenteil überzeugt. Wer weiß. Ich sehe die Bühne gar nicht richtig. Sind das Türme? Was ist das? Ach, das ist ein Riesenstadion, oder was? Digga, ich hab's gerade gar nicht gerafft, ne? Das ist ein Stadion und das hier sind die Türme von dieser Bühne, oder was? Digga, die sind ja riesig. Hier sieht man... Oha! Hier ist... What the fuck? Sind das hier oben Lautsprecher oder was? Was ist das hier? Die haben in der Mitte irgendwie noch einen riesigeren Turm und da unten sind Leute. Guckt euch mal an, da unten sind Leute. Wie riesig die Bühne im Vergleich zu den Leuten da unten ist. Wie lange brauchst du dafür, diese Bühne aufzubauen? 3 Jahre oder was? Ich würde die gerne mal im Licht sehen, im Tageslicht irgendwie.
Dick, Digga, Dick, guck mal, die so, guck mal, ich hab an der, ich hab perfekt gestoppt. Ich hab an der perfekten Stelle gestoppt. Was zum Teufel ist hier los? Guck mal, wie klein diese Leute da unten sind und wie riesig diese Bühne im Vergleich zu den Leuten da unten ist. Pyro ist auch wieder hier komplett am Eskalieren. Also hier ist alles zu spät, jenseits von Gut und Böse. Digga, Pyro vorne, Pyro hinten, links, rechts, oben, unten. Ich glaube, die Bühne ist ein Pyro-Bolzen, Digga. Ich sag euch, wie es ist. Die Jungs mögen Feuer, habe ich schon oft gesagt, ne? Aber ich finde, boah, Digga, guck mal, wie krass das aussieht. Boah, Digga, guck mal, was das für ein Klopper ist. Junger Vater, ich sehe die Bühne jetzt zum ersten Mal. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was die Teile hier oben sind. Und die Teile hier unten sind mir auch immer noch ein Rätsel. Das sind die Monitore, die zu der Crowd quasi hinstrahlt. Zu den Zuschauern oder zu den Zuhörern, dass die auch was hören quasi. Hier unten sind wahrscheinlich Boxen auch in Richtung Band oder in Richtung Till und Gitarristen gerichtet, damit die sich auch selber hören. Wobei die, glaube ich, auch alle Playback in den Ohren haben mit In-Ears. Was sind die Teile hier oben? Leuchten die einfach nur? Ich finde, dieses ganze Bühnenlayout hat voll diesen Rammstein-Charakter irgendwie. Ich weiß nicht, so kalt, so trocken irgendwie. Wisst ihr, ich meine, obwohl ich es nicht mal wirklich im Licht gesehen habe. Boah! Warte, 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 warte. Okay, das sind eigentlich nur Lichter, ne? Was habe ich hier gesehen? Wir müssen ein bisschen zurück. Was hat der Bruder auf dem Rücken? Jetpack? Will er gleich aus der Arena rausfliegen? Was sein Plan jetzt hier? Wenn das irgendwie dieser Flammenwerfer ist, den wir auf dem Thumbnail gesehen haben, dann ist alles vorbei. Digga, ich sag euch ehrlich, ich war nie gut in Physik, ne? Ich hab's schon gesagt, ich war nie gut in Physik. Ich hatte es nie mit Zahlen. Mein Steckenpferd war eher so ein bisschen Sprache, Deutsch, Englisch, bisschen Geschichte, Sport vor allem aber auch. Physik, Mathematik habe ich immer so ein bisschen runterfallen lassen. Aber ich glaube, da musst du auch hier wieder nicht gut in Physik sein, um sagen zu können, dass die Kacke richtig verdammt heiß wird an deinem Rücken, oder? Das wird ja richtig heiß an deinem Rücken. Also hier dazwischen ist ja nur so eine Platte, oder? Klar, es ist doch irgendwo dran geschraubt und ne, der Stoff dämpft auch noch ein bisschen die Wärme. Aber das Ding wird doch asozialst heiß. Also so ganz ungefährlich ist das Ding auf jeden Fall nicht. Auch für die Gitarristen, die links rechts von ihm stehen, oder? Die kriegen ja auch volle Dröhnung was ab. Digga, da darf sich auch keiner bewegen. Das ist eine Show für sich. Nach dem Auftritt brauchst du ja 3 Jahre nicht mehr ins Solarium gehen. Die sind ja gebräunt fürs Leben, Digga. So viel Feuer oder so viel Hitze, wie die abkriegen. Ich glaube schon, dass man primär an erster Stelle für die Musik auf ein Rammstein-Konzert geht. Aber so wie ich die Sachen jetzt schon gesehen habe, ne, mit dem Bogen, jetzt auch hier, wo die beiden Gitarristen auch hier diese Pyro an der Hand hatten und sich dann zusammen am Ende vom Stück in die Mitte gestellt haben und dann diese Pyro schießen lassen haben oder aktiviert haben. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Jetzt auch er hier mit einem Jetpack auf dem Rücken, der einfach Feuer speien kann, Digga, und das nicht wenig, ne? Also, Bruder, wie viel Feuer kommt da raus? Immer wenn er Rammstein sagt, ne? Oder Ram. Stein, ne? Er teilt es ja quasi fast in 2 Wörter so. Ich glaube auch, viele gehen gerade deswegen auch auf ein Rammstein-Konzert und das auch gerne. Klar, primär, wie gesagt, für die Musik, ne? Aber das auch zu sehen. Ich meine, das ist verrückt. Wo kriegst du denn sowas? Wer schnallt sich denn freiwillig so ein Jetpack auf den Rücken? Geladen mit Feuer. Es ist ein gefährliches Element. Ein gefährliches Element. Klar, jedes Element kann irgendwann gefährlich werden, so, ne? Aber Feuer ist generell gefährlich. Der Typ schnallt sich freiwillig sowas auf den Rücken und gibt ordentlich Gas. Jetzt überlegt euch mal, aber ganz kurz, ne, ich möchte wirklich nicht den Wind aus den Segeln nehmen, ne, das ist eine unglaubliche Live-Performance. Stell ich mal wirklich irgendwas geht schief, ne? Keine Ahnung, eine Leitung platzt oder öffnet sich und vermischt sich mit irgendwas anderem oder keine Ahnung, kann ja alles passieren, so, was weiß ich, ne? Und das Ding geht an seinem Rücken in die Luft. Haben die dafür einen Plan B? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh, nice, ich glaube sogar. Kann sein, dass. Oh, es ist schwierig zu sagen, ne? Weil die Lichter gerade mit den Riffs, dieses Baba, ne? Die Lichter haben ja
im Takt mit den Riffs gespielt. Oder, was ich eher glaube, Drums, also diese E-Drums, ne? Man hat normale Drums, eine Kick-Drum, die du mit dem Fuß spielst, eine Snare-Drum, Hi-Hat, Cymbals, Overheads und so weiter, Becken links, rechts, ne, wo du draufhauen kannst. Du hast aber auch meistens so E-Drums da, die auch hier irgendwo zwischen Toms und so weiter liegen, relativ nah dran, damit du leicht rankommst. Ich vermute mal, dass die gekoppelt mit der Lichtanlage sind oder sowas. Wenn die Riffs spielen, spielt auch der Drummer ein bisschen schneller, so eine Art Fill, und dann spielen die Lichter so verrückt. Oder quasi im Takt dazu. Könnte beides sein, dass das Licht irgendwie auf die E-Gitarren reagiert, was ich aber eher glaube, wie schon gesagt, dass da E-Drums am Drumset irgendwo sind und die quasi gekoppelt mit der Lichtanlage sind. Digga, was eine Bühne! Guckt euch mal das Ding an. Also da reichen nicht 2-3 LKWs. Holy shit. Allein, Digga, da, für diese Dinger hier oben, ne? Für das hier in der Mitte und hier brauchst du ja einen Schwerlasttransport, oder? Also die sind ja nicht nur riesig, die wiegen ja bestimmt auch einiges, oder? Das Ding aufzubauen, locker 2 Wochen vor Live-Auftritt. 100%ig. Boah, Digga, das ist ein Bild. Tut mir leid, dass ich so viel stopp, ne? Ich wollte nur ein bisschen zurück. Digga, das ist ein Bild. Hier sieht man die Bühne. What the fuck, Bro? Feuer hier. Guck mal, das hab ich gar nicht gesehen. Feuer hier an den Türmen auch. Hinter dir Feuer, vor dir Feuer. Links neben dir Leute, rechts neben dir Leute. Auf der Bühne ein Verrückter, der sich irgendein Jetpack auf den Rücken geschnallt hat und selber fast in Flammen aufgeht. Das ist Rammstein, Digga. Das ist Rammstein. Digga. Also ich sag euch, wie es ist, ne? Pyrotechniker hin und her, jeder kann irgendwie ein bisschen mit Pyro umgehen und Till darf auch sogar noch mehr machen, keine Ahnung, der darf alles, ne? Das ist auch derjenige, der sich dann im Endeffekt ein Jetpack auf den Rücken schnallt mit Feuer drin. Pyro hin und her, aber Digga, das sieht schon saugefährlich aus, ich sag euch, wie es ist. Nicht mal für den Drummer oben oder für Flacke, ne? Sondern für die beiden Gitarristen, die links und rechts neben Till stehen, ich sag euch, wie es ist. Die müssen 3 Jahre nicht ins Solarium geben, so brauen sie die danach, ohne Witz. Was ich jetzt gerade so überlege, es muss ja irgendwie mit der Musik gekoppelt sein. Irgendeine Kopplung muss ja da sein. Till hat irgendein Gerät in der Hand. Oder, das wisst ihr bestimmt. Das ist eine Frage. Eine Frage an euch. Das wisst ihr bestimmt. Ist dieser Jetpack? Ich sag's einfach, ich nenn's Jetpack. Was ist es sonst? Das ist wieder Marke Eigenbau. Das hat keinen Namen so. Das ist einfach ein Flammenwerfer mit 33 Düsen. Und du schnallst es dir hinten auf den Rücken und gehst quasi fast selber in Flammen auf, ne? So kann man das Ding definieren. Das ist meine Definition von diesem Mörderteil, was der auf dem Rücken hat. Ist das mit der Musik gekoppelt? Weil immer wenn er Ram Stein sagt, geht das Ding ja los, ne? Oder hat er selber einen Knopf in der Hand, mit dem er das steuern kann? Ab in die Kommentare damit. Krasse Scheiße, Digga. Auch was eine Bühne, Digga, was ein Klopper. Jetzt macht es auch Sinn, dass alles dunkel ist, weil klar, die Show oder klar, du gehst dahin wegen der Musik, ne? Primär, also ich gehe einfach auf ein Konzert wegen der Musik, ne? Natürlich will ich auch die Künstler sehen und so weiter und so fort, aber ich gehe ja primär auf ein Konzert wegen der Musik. Bei Rammstein schwingt halt immer noch dieser spektakuläre Entertainment-Faktor mit, ne? Mit diesem Bogen, jetzt mit diesem Flammenwerfer auf dem Rücken, so sage ich einfach mal so, mit 3 Millionen Düsen, die da hinten einfach Flammen mit 6 Meter Reichweite rausspucken, so wisst ihr, ich meine. Jetzt macht es aber auch alles Sinn, dass es dunkel ist, weil diese Show gerade bei dem Song Rammstein glänzt ja durch das Feuer, so wisst ihr, ich meine. Das Feuer erhält ja alles, Digga. Ah, nice, Digga. Nice. Es reicht nicht, Digga. Was hab ich gedacht? Dass dieser Do-it-yourself-Eigenbau
Flammenwerfer, Jetpack mit 33 Millionen Düsen, die der 6 Meter weite Flammen spuckt, dass es das einzige Feuerelement ist, das irgendwie von einem Menschen gerade getragen oder betätigt wird? Nein, natürlich nicht. Die Gitarristen haben auch ganz kurz ihren Job gekündigt und haben beide Flammenwerfer bekommen. Woher auch immer, keine Ahnung. Junge, also ich sag euch, wie es ist, da würde ich nicht freiwillig in der ersten Reihe stehen, ohne Scheiß. Okay, ich leg mich jetzt mal fest, an den Drumsets sind irgendwo E-Drums, die quasi mit der Lichtanlage oder sowas gekoppelt sind. Das heißt, immer wenn der Drummer nicht nur irgendeine Snare-Drum, nicht nur irgendeine Tom oder sowas, sondern auch diese E-Drums spielt, dass die quasi das Licht triggern und im gleichen Moment quasi auch Till seinen Do-It-Yourself-Flammenwerfer aktiviert. Also ich habe ja am Anfang die ernsthafte Frage gestellt, wo ich angefangen habe, auf Rammstein zu reagieren, ne? Auch auf den ersten Live-Auftritt oder sowas, auf den zweiten mit dem Bogen. Ich habe ja ernsthaft gefragt, ob es den Leuten gut geht. Ich kann wirklich mit 100%iger Überzeugung nach diesem Live-Auftritt sagen, den Typen geht's nicht gut, sage ich so, wie es ist. Jetzt verstehe ich. Ach so, die haben Gitarre und Flammenwerfer gar nicht getrennt. Ach so, die haben einfach auf ihre Gitarre so Art Tuning-Element einfach einen Flammenwerfer draufgepackt. Ich frage mich auch, wie ein Wochenende bei den Jungs abläuft, wenn die mal keine Musik oder keine Tour spielen, sowas. Wisst ihr, was ich meine? Treffen die sich einfach so und fragen die sich, hey, was hast du unter der Woche gemacht? Ja, ich habe ein bisschen an meinem Do-It-Yourself-Flammenwerfer gearbeitet. Der kann jetzt 6 Meter weite Flammen spucken in jegliche Richtung. Ne? Müsst ihr aufpassen, wenn wir das nächste Mal live auftreten. Ah, cool, du hast auch was mit Flammen gemacht. Ich habe auch meine E-Gitarre getuned. Ich habe auch einen Flammenwerfer draufgepackt. Sagt Till, ah, das ist ja cool. Dann haben wir noch mehr Flammen auf der Bühne. Wer soll als nächstes flammartig in die Luft gehen? Der Drummer oder was? Digga, guck mal, was das für eine Düse da vorne ist. Junger Vater. Versteigern die mal auf eBay. Feierabend. Digga. Was eine Optik diese Band Rammstein einfach mit sich bringt, neben dieser brachialen Musik, wisst ihr, ich meine so? Was eine Optik, was eine Show, die jedes Mal liefern so. Junge, Alter, lass es bei euch. Tut es nicht an die Crowd. Ey, wenn ich in der ersten Reihe stehen würde, ne? Und ich sehen würde, wie die das in meine Richtung schwenken, Junge, da würde ich gehen, Alter. Da würde ich meine Füße in die Hand nehmen und einfach rennen. Ich würde einfach rennen. Junge, Junge, Junge. Krass. Einfach krass. Ich glaube, jetzt geht fast schon der nächste Song los. Das war der Live-Auftritt von Rammstein mit dem Song Rammstein im Jahre 2019. Ich habe keine Fragen mehr. Ich bin geflasht. Ich bin durch mit meinem Leben. Ich sage euch, wie es ist. Jetzt habe ich alles gesehen. Ich sage euch, wie es ist. Und ich kann euch jetzt mit 100%iger Sicherheit sagen, ich werde nie auf ein Rammstein-Konzert gehen. Ohne Scheiß. Ich will nicht gegrillt werden. Junger Vater. Was für eine spektakuläre Show, ohne Witz.